Ja, einmal kräftig durchatmen. Ja. Erzähl kurz, wie war dein Eindruck von dem Vormittag jetzt heute? Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir unsere Punkte auch anbringen konnten. Und das war das Schöne, dass ich das Gefühl habe, auch dass er offene Ohren hatte, Dr. Edgar Franke. Dass auch schon so ein Teil von ihm auch gekommen ist, war sehr hilfreich. Ja, ich bin eigentlich recht zufrieden, ein bisschen geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch ein bisschen jetzt erstmal runterkommt, aber doch, es hat mir gefallen, so wie es abgelaufen ist. Würdest du es nochmal machen, diesen Aufwand mit, mit der ganzen Vorbereitung und jetzt mit der Umsetzung? Also, du sagtest gerade, es fällt jetzt ordentlich Druck ab, kann ich gut verstehen. Man merkt es auch, du wirst gut schlafen können nachher. Den Aufwand nochmal betreiben? Ja, tatsächlich. Ich bin da gerne jemand, der sowas vorbereitet und macht und tut. Als Dozent bin ich das gewohnt, dass ich auch mal irgendwie gucke, dass ich was noch schnell vorbereiten muss. Und tatsächlich auch die Verbandsarbeit ist vielleicht was ich mir in Zukunft gerne irgendwie auch noch intensiver vorstelle. Aber ja, sowas liegt mir so ein bisschen. Das ist so meine Art auch zu arbeiten. Ein bisschen unter Druck ist damit dabei. Und ich bin dann froh, wenn ich es geschafft habe. Aber ja, ich würde es mir gerne nochmal so machen. Wenn er nochmal kommen würde, würde ich das gerne nochmal so machen. Was denkst du, was sind seine nächsten Schritte? Was erwartest du, was aus diesem Gespräch, aus dem Termin heute übrig bleibt? Ich habe eigentlich die große Hoffnung, dass er ein gewisses Bild von uns mitbekommen hat, wie wir arbeiten momentan, was eigentlich die Situation bei uns ist. Und ich glaube, das haben wir ihm ganz gut dargestellt. Und dass er einfach weiß, dass es Möglichkeiten gibt, was zu verändern, ohne jetzt das ganze alte System weiter zu verwenden, sondern mal wieder neu zu denken, anders umzubauen. Würdest du unseren Kollegen in Deutschland empfehlen, so etwas Ähnliches mal auf die Beine zu stellen, einfach mal tatsächlich die Politiker anzusprechen? Denn wir haben, auch wenn hier jetzt eine große Limousine kam, das tatsächlich mal umzusetzen und mal den Kollegen Mut zu machen, dass das gar nicht so schlimm ist, dass das auch nur Menschen sind wie du und ich? Ja, tatsächlich. Es ist ein schön offenes Gespräch. Natürlich sind die auch geschult da drin, wie sie das machen können, machen müssen. Und wir haben einfach mal die Möglichkeit, uns Gehör zu verschaffen. Bis jetzt haben wir immer so in unser Kämmerlein und ganz laut gesprochen und posaunt, aber letztendlich muss auch da ankommen, wo was gemacht werden kann. Und letztendlich können solche Personen etwas bewegen. Und muss jetzt nicht gerade der Staatssekretär Gesundheitsministerium sein, sondern es kann auch lokalpolitisch was in die Wege geleitet werden. Super. Tim, ich danke dir. War ein toller Termin hier heute Abend. Stimmte alles. Super Praxis, muss ich sagen. Echt beeindruckend. Tolle Vorbereitung. Vielen Dank für deinen Aufwand, für deine Einladung, dass wir auch dabei sein durften. Und ja, gucken wir mal, was wir in Zukunft von den anderen Kollegen in Deutschland noch zu hören kriegen. Ja, ich muss mich auch bedanken, dass ihr das so professionell auch angegangen seid, mir auch so ein bisschen Rückhalt gegeben habt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Der Artikel war ja von euch, die Idee ist von euch entstanden und ich bin dem Ganzen gefolgt und es war so möglich, wie es war und ihr habt uns, also mich, da voll unterstützt in allen Belangen, was ich da brauchte. Mir auch nochmal Sicherheit gegeben, jetzt auch an dem Tag. Es sind ein paar Sachen, wo wir noch ein bisschen spontan reagieren mussten, aber letztendlich hat es mir Sicherheit gegeben und das hat mir sehr geholfen. Klasse. Vielen Dank. Ich glaube, die ganze Branche dankt dir auch für den Tag heute und ja, bis demnächst. Jawohl, sehr gerne. Tschüss.